Küchenchef. Und dazu der gute Hundewein, Herr. Ausgesucht vom Sommelier. Ja, jetzt stärkst du erst einmal, weil heute Abend kommt der Böck. Mit dem kannst du richtig spielen, was? Der ist ein bisschen jünger. Den kannst du richtig herumschmeicheln. Was machen wir bloß mit dir? Herr Brandner, geht's bitte, kommen Sie hierher. Hier gibt's was zu sehen. Haben Sie etwas Neues herausgefunden? Wem es nimmt, schauen Sie sich das erst einmal an. Was genau soll ich mir ansehen? Ich habe den Toten extra noch nicht zugemacht, weil ich Ihnen etwas Spezielles zeigen möchte. Dass die Lungen nicht überbläht sind, dass er also keinesfalls ertrunken ist? Naja, das stand ja schon vorher fest. Nein, der Mann ist an einem Genickbruch gestorben. Nein, die Kopfverletzungen mittels eines stumpfen Gegenstandes ausgeführt, die hat man ihm erst nach seinem Tod beigebracht. Der Gesichtsschädel ist zertrümmert, es gibt die typischen Quetschwunden mit zum Teil erhaltenen Gewebsbrücken. Ja, deutlich zu sehen. Ja, aber was Sie nicht sehen, das ist, dass der Mann vor circa 3 Monaten einen Herzinfarkt gehabt hat. Das dürfte uns bei der Identifizierung vielleicht weiterhelfen. Ja, das glaube ich auch. Darüber hinaus, er ist circa 50 bis 55 Jahre alt und der Tod ist gestern etwa in den Abendstunden eingetreten. Danke. Bitte. Mit so einem Anblick kann man jemanden ganz schön erschrecken. Erschrecken kann man jemanden nur, der sich auch erschrecken lässt. So ist es. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, Frau Amato. Ich freue mich, dass Sie nach Wien kommen konnten. Das ist Herr Bianchi, mein Sekretär. Piacere, Bianchi. Ich dachte, Ihr Leibwächter. Sie ist da. Du kannst kommen. Welche Maschine nimmst du? Gut. Ich bin sicher, dass ich Ihnen helfen kann. Ich habe ziemlich viel Material über die Geldwäsche der italienischen Mafia in Österreich. Wenn ich von Ihren Informanten die richtigen Antworten bekomme, dann kann ich Michele Caraldo verhaften lassen. Und Sie haben eine große Story für Ihr Magazin. Das ist mein Büro. Bitte. Caraldo ist auch für den Mord an Oberstaatsanwalt De Paolo verantwortlich. Ich weiß. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Wenn ich durch Sie genügend stichhaltige Beweise bekomme, dass Caraldo in Österreich Drogengelder weiß gewaschen hat, dann kann ich ihn wegen Rauschgifthandel anklagen. Steht er erst einmal deswegen unter Anklage? Dann gibt es sicher auch Zeugen, die den Mut haben, über alle seine anderen Verbrechen und den Mord an Oberstaatsanwalt De Paolo zu reden. De Paolo war mein Vorgesetzter. Ich bin es ihm schuldig, seinen Mörder zu finden. Und womit behandeln Sie den Leinensack? Mit Cyanacryldämpfen. Wenn Fingerabdrücke darauf sind, werden diese sichtbar. Auch wenn der Sack schon längere Zeit im Wasser gelegen ist. Aha. Und was ist denn bei der UV-Untersuchung herausgekommen? Eines nach dem anderen. Wir haben momentan wirklich viel zu tun. Danke, sehr freundlich. Mehr können wir im Moment eh nicht tun. Ich fahre zum Rex. Wie geht's Ihnen denn? Nicht so gut. Tut mir leid. Ich hatte selbst mal einen Hund. Wie war der Flug? Du bist ein Idiot. Wie hat das passieren können? Ey, Mimo, er ist plötzlich im Zimmer gestanden. Ich hatte keine andere Wahl. Außerdem haben wir ihn noch in der Nacht aus dem Hotel gebracht und in den Fluss geworfen. In den Fluss geworfen? Und was ist, wenn man die Leiche findet?
Ach komm, wir sind ohnehin nur ein paar Tage in Wien. Und bis dahin wird man sie schon nicht finden. Nicht, was? Hat der Höllerer dir ein Wasser gegeben? Wahrscheinlich nicht, wie ich den kenne. Ich hol dir ja welches. Was ist denn, Rex? Ich geh, Rex, da ist nix. Komm, Rex, das war höchstens ein Marder oder so. Rex, da ist nichts. Ja? Was machst denn du da? Ich wollte ihn mal kennenlernen. Aha. Ja, das ist der Rex. Rex, das ist unser neuer Kollege, der Brandner. Wir schlafen abwechselnd bei ihm. Aber das ist auf die Dauer keine Lösung. Der Mietvertrag vom Haus läuft auch ab. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Er schläft auch kaum. Er läuft die ganze Nacht unruhig im Haus herum. Manchmal wedelt er wenigstens mit dem Schwanz. Wedeln ist nicht unbedingt ein Ausdruck für Freude. Das kann genauso gut Stress oder Unsicherheit bedeuten. Spazieren gehen will er auch nicht mehr. Höchstens eine kurze Strecke. Er will immer in der Nähe vom Haus bleiben. Das erste Mal seit langer Zeit, dass der Rex wieder spielen will. Rex! Hör auf, Rex, du kannst ihm doch nicht die Schuhe ruinieren. Die waren sicher teuer. Ist schon in Ordnung. Er will mir nur etwas sagen. Und was? Er meint, wenn ich keine Schuhe anhabe, dann kann ich auch nicht weggehen. Du kennst dich ziemlich gut aus bei Hunden, hm? Weißt du,
Das Wichtigste wäre, wenn der Rex einmal wieder eine Nacht durchschlafen würde. Na komm. Na komm her. Na komm. Heute Nacht bei ihm bleiben? Ja. Für den Fall, dass er wieder aufwacht. Okay. Gute Nacht, ihr zwei. Ein gutes Gespräch mit Frau Kramer. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir das ganze Material durchgesehen haben. Woher kennen Sie eigentlich Frau Kramer? Vor einem Jahr war sie bei mir in Rom. Sie hat für dieses Nachrichtenmagazin recherchiert. Eine kluge und mutige Frau. Sie weiß am meisten über die Geldgeschäfte der Mafia in Österreich. Es sieht so aus, als ob die Banken Sie bei Ihrer Arbeit behindern würden. Logisch. Keine Bank will zugeben, dass bei ihr Mafiagelder liegen. Aber verdienen wollen alle daran. Mich wundert nur, dass sie die Bankleute zum Reden bringt. Sie weiß eben etwas über sie. Im Sinne der guten Sache ist das schon in Ordnung, was sie macht. Geht es ihrer Tochter eigentlich schon besser? Ich werde jetzt mit den Kindermädchen telefonieren. Gute Nacht. Ins Zimmer gekommen. Wie gefällt dir das Foto deiner Frau? Tun Sie bitte nichts. Ich mache sowieso alles, was Sie wollen. Bisher hat ja alles Bestes mit dir geklappt. Wir haben sie nur zu uns geholt, damit... Das weiterhin so bleibt. Wir wollen genau wissen, was die Staatsanwältin erfährt und vor allem, wen sie trifft. Ja, wir waren heute mit dieser Journalistin essen. Sie will sie in den nächsten Tagen mit ein paar Bankleuten zusammenbringen. Hm. Mehr weiß ich im Moment wirklich nicht. Gut, du rufst uns an, wann immer du was Neues erfährst, okay? Okay, keine Angst. Wenn alles funktioniert und du genau tust, was ich dir sage, wird dir und deiner Frau nichts passieren. Gut. Sie müssen auf jeden Fall morgen früh sofort mit ihr zum Arzt gehen. Ja, wenn sie wach geworden ist, dann geben Sie sie mir. Hallo, mein Kleines. Wie geht es dir? Ich habe schon gehört, dass es schlimmer geworden ist. Wenn du zum Arzt gehst, dann fehlst du eben in der Schule. Es ist wichtig. Also gut. Dann erzähle ich dir noch eine gute Nachtgeschichte. Wo sind wir denn gestern stehen geblieben? Ah ja, bei der Hexe Cruella.